Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von World of Warships. So, da haben sich natürlich einige sich gefreut darauf, auf diese Folge. Ich mir tatsächlich auch, obwohl ich noch immer noch in diesen Spielen Anfänger bin. Ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu blöd an. Und werde eine Nation wählen, die ich noch nicht so richtig geforscht habe, wo noch viel dicke Luft ist. Sozusagen, wir fangen an mit Großbritannien. Und warum fangen wir an mit Großbritannien? Weil Großbritannien auch Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer, naja, U-Boote nebensächlich, Flugzeugträger mit sich trägt, mit sich hat. Mit sich trägt, oh mein Gott. Es fängt schon mal richtig gut an mit mir, ne? Stufe 1 ist klar, das habe ich schon vorher gemacht. Stufe 2 fängt es an. Mit den Weymouth, Kreuzer der Stufe 2. Momentan hat er bloß Flugabwehr und Artillerie, ne? Aber ab Stufe 3 geht es dann richtig los mit Torpedos. Und Torpedos, Torpedos, Torpedos hier, Torpedos dort und. Selbst das Schlachtschiff hat Torpedos. Sehr merkwürdig, aber es gibt auch ein Schlachtschiff, hat keine Torpedos von den Großbritanniern. So, Zerstörer ebenfalls. Später auf Stufe 5 hat er auch noch zwei weitere Kreuzer, also verschiedene, mit Torpedos. Finde ich super. Ist genau meins. So, und dann gibt es dann noch Hermes, den Flugzeugträger, ab Stufe 4. Und da wird es erstmal richtig interessant für mich. Ich kenne den nämlich noch nicht. Aber eins nach den anderen. Das erste Schiff, was ich beginne, ist wohl klar. Mit dem Kreuzer. Der Stufe 2 Weymouth. Und wir arbeiten uns erstmal mit diesem einen Kreuzer bis nach unten uns hoch. Bis zur Edgar. Ey. Jetzt hört sich an wie meine Straße, Edgar-Andre-Straße. Ja, wow, geil. Edgar-Andre-Straße. Wie kommt das denn dahin? Ich sage aber jetzt nicht die Nummer. Das bleibt geheim und privat. So, wie auch immer. Großbritannien. Warum nicht USA und so weiter und so fort? Weil USA bin ich nämlich schon privatlich dabei, es fertig zu machen. Hier fehlt mir noch ein bisschen Money, Money, Money. 4,5 Millionen von Mahan. Und, ja, ich habe das erste U-Boot schon dort. Und Lexington habe ich auch fast fertig geforscht, falls ihr seht. 294.316 Forschungspunkte habe ich schon. Und benötige für Midway natürlich 355.000. Ja, okay, kann man mit dem freien EP mit dazu addieren, möchte ich aber nicht. So. Ja, wenn man nicht Midway habe, dann dauert es auch nicht lange, dann habe ich auch noch United States. Auf jeden Fall. So, und die ganzen Vorgänge habe ich natürlich verkauft. Hab's fertig geforscht, ist klar. Was fertig geforscht ist, ist fertig geforscht. Also da brauche ich nicht weiter, ne, die Fische behalten. Fische. Ja, jetzt geht's aber los. Jetzt sind wir hier bei angelnsimulator.de. Nein, Quatsch, natürlich nicht Schiffe. Ich verwechsel immer, ne, Schiff und Fisch. Ist so, ne, als würde man jetzt Schiffe auf Fische, naja, also Schiffe rückwärts, ne, halt ohne E. So, lang geredet, kurzer Sinn. Achso, was ich noch gezeigt habe, hier Japan. Muss ich zugeben, habe ich bloß ein bisschen angefangen, aber danach nie wieder, warum auch immer, weil ich mich natürlich spezialisiert hatte auf USA. Bis mir dann gesagt wurde, oder wie ich gehört habe, USA ist bloß ein Hochstern. Geil. Die sind auch sehr blöd zu manövrieren, finde ich. Deswegen spiele ich die lieber privat. So, Deutschland habe ich gehört, die sind sehr gut, sehr klasse. Auch, ich muss zugeben, mein Sohn hatte damals nämlich auch gesagt, ihr habt, nimm doch die Deutschen, die sind voll toll. Und besser als deine komischen USA-Dinger. Ich dann so, ja, warum dann nicht Japan? Da sagte er, ja, die gehen auch. Aber halt, dein USA sind nicht so toll. Sind eher scheiße. Ja, sorry.
dass ich das gerade so raushaue. Aber wir haben auch noch Frankreich. Frankreich könnten wir ja da auch danach machen. Aber erstmal, wir spezialisieren uns erstmal auf Großbritannien, die ganzen Schiffe. Und zwar erstmal Kreuzer bis zur Max-Stufe mit Weymouth, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, seit gestern zum zweiten Mal, sorry. Und wir legen einfach mal ein Zufallsgefecht los und ich trinke hier mein Käffchen erstmal, ne? 20-minütige Folge, nicht länger und nicht kürzer. Na ja, gucken, vielleicht dauert es länger. Also wenn jetzt die ganze Schlacht jetzt hier 20 Minuten dauert, ne, und jetzt ja noch hier warten müssen, ist ein bisschen schwierig. Okay, dauert lange. So, ihr habt mal ein bisschen die Zeit übersprungen. Wie es aussieht, dauert das sehr lange. Und derzeit, wo es hier war, wo wir hier warten und dann das Gefecht hier sucht, ne, könnten wir ja noch ein bisschen drum erzählen, was ich hier vorhabe natürlich. Es kommt nicht immer täglich ab 20 Uhr auf meinen Kanal eine Folge von World of Warships, ne, sondern unregelmäßig, je nachdem, wie ich Zeit habe. Morgen zum Beispiel habe ich überhaupt keine Zeit, um World of Warships aufzunehmen, weil ja, morgen ist nämlich Sonntag und da bin ich nicht zu Hause mit meinen Kindern, da sind wir nämlich bei meiner Mutter zu Besuch. So, und dann wollte ich noch was loswerden und zwar bitte nicht meckern oder rumjammern, wenn ich mit die Schiffen nicht so richtig umgehen kann, wie ihr es gerne hättet. Ne? Also ist schon mal, kann schon mal passieren, dass ich dann hochaus schnell sterben werde. Oder vielleicht mit etwas Glück sterbe ich nicht und ich taste mich langsam voran in die Schlacht. Guck mal, es wird gerade geladen. Genau. Mehr wollte ich nichts dazu sagen. Und ansonsten wünsche ich euch gute Unterhaltung und ne? Ja, Stufe 3. Nice. Nicht schlecht. Und ich kenne nicht jedes Schiff. Wow. Wir haben bloß AP zum Hochheilen und zum Reparieren. Nice. Ja, wie gesagt, kann durchaus sein, dass ich hochaus sterbe. Weil ich unachtsam bin oder dumm bin und einfach es nicht kapieren will oder so. Irgendwie sowas in der Richtung wird passieren. 100 Pro. 100 Pro wird da irgendwas passieren in der Richtung. Aber schönes Schiff, muss ich mal sagen. Oh, nice. Sieht schön aus. Oh, schöne Hupe. Ja, psch. Nicht, was ihr denkt. Viel Glück allen. So, erstmal hier viel Glück wünschen. Viel Glück und ruhige Wasser. Alles klar. Am Anfang sieht es aus, als hätte ich hier sehr viele Kanonen am Start mit Stufe 2. Und 19.100 Lebenspunkte ist nicht viel, aber besser als nichts, ne? So, wie gesagt, ich werde mich vorantasten. Nicht so schnell in die Spitze kurbeln. Da ich jetzt hier keine Anweisung bekomme oder so, ne? Wie ich es sonst immer kriege. Nicht so weit! Oder, hä, was machst du da? Wie kann man so schnell sterben? Bitte kein Hate im Kommentar, ja? Aber ist lustig halt, ne? Wichtig ist, man hat Spaß. Oha. Warte mal, die Reichweite erinnern. Ich habe Hauptbatterie 10,6. Alles klar. Und da man ja so klein ist und keine Ahnung hat, wurde ich gerade getroffen? Echt jetzt? Ich bin gerade unterhalten. Okay. Ich muss mal gucken, wo der ist. Also, ich sehe da nichts. Ah, da ist er. Da ist er ja. Der Kleine. Ah, das ist ein Bot. Ja, auch nicht schlecht. Ein bisschen langsamer machen. Warte mal, Torpedos? Ja. Ja. Genau. Haut mich. Oh. Warte mal, ich bin gerade im Nebel. Das ist ganz gut. Das ist sehr gut. Wenn mal meiner rückwärts fahren würde. Jetzt wurde ich nämlich entdeckt. Hallo. Ach so. Ja, okay, hat sich erledigt. Wolke ist weg.
stinkt nicht mehr. so eine Scheiße, das stinkt nicht mehr. Aus der Wolke ist weg. Ja, auf wen soll ich mich jetzt hier konzentrieren? Den noch vor mir oder den nach rechts, links? Also ich nehme mal den hier vor mir. Der linke ist gerade woanders. Ne, der zieht voll auf mich. Echt jetzt? Ich habe hier andere Probleme, als wenn du... Ja, zwei auf einen. Stress. Autsch. Oh, oh. Na. Ich muss schnell wenden, sonst ist kacke. Kann ich da rüber schießen? Nee, glaube nicht. Okay, okay, warte, warte, warte. Eine Minute, über eine Minute Zeit, ne, hochzuheilen. Oh, der schießt ja gerade seine Torpedos. Oh, der ist weg. Ist er wieder aufgedeckt. Ja, wie geil ich es zielen kann. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendein Schiff versenken kann. Sag ich doch. Wenn da noch einer ist, der mich anvisiert. Aber volle Kanne, die boxen sich gegenseitig. Auch nicht schlecht. Was? Jetzt riskiert er den Dicken, weißt du, nur weil er mehr Life Points hat als ich. Jetzt ziehen sie zu zweit durch. Ist nicht wahr. Ich fahr zurück. Das weiß ich ganz genau. Lass mich in Ruhe. Ja, okay. Das nächste Feuer kann ich nicht wegmachen. So, zumindest trifft er mich nicht mehr. Also, ne, wenn er irgendwas von mir will, muss er rumkommen. Ich habe hier nämlich ein riesengroßes Problem. Oh nein. Seht ihr das auch? Ich glaube, der kommt rum. Ich glaube, der kommt rum. Ich hoffe, ich kann auf Feuer T drücken. Genau. Wenigstens ein bisschen Heilung. Oh, na klasse. Ja, nee. Ich brauche Heilung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann jetzt nur noch so konzentriert bleiben. Der snackt mich gleich weg. Oder auch nicht. Hallo? Der umkreist mich. Ja, nee. Du bist witzig. Oha, voll daneben. Oh, der hängt fest. Oh, der schießt auf mich. Nein, 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 ich will hier nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Dann fehlt wenigstens noch. Ja, ein bisschen. Naja. Ich sag ja, das ist ein, für mich ein Hochstern. Weil ich keine Ahnung habe. So, man kann höchstens jetzt noch das Gefecht anschauen. Oder. Ne, ich muss das Gefecht anschauen. Ne? Das ist das einzige Schiff, was ich hier von Großbritannien habe. Ja, komm. Schauen wir uns an. Huch. Hallo? Ich wollte nach oben schauen. Aber kann ich nach oben? Irgendwie? Ganz komisch? Nee. Also die Draufsicht kriege ich schon mal ja nicht. Wie gesagt, ich bin nicht der Cleverste, ne? Wollte es nur anmerken. Ich weiß, das war zu viel an der Front. Wieder mal. Obwohl ich mich Distanz nach hinten gehalten habe. War es da noch zu weit nach vorne. Ich hätte weiter hinten bleiben sollten. Aber naja, aus Erfahrung lernt man, ne? Also. Man kann jetzt hier nur noch abwarten und schauen. Wow. V25 wird alleine gelassen, während dieser V Guerrero, ja, abhaut. Hätten sie zu zweit auch schaffen können, ne? Guck mal, V25 hat jemanden zerstört. Nice. Der haut vor seinesgleichen ab.
Gut, ich will jetzt hier nicht rummanagen oder so. Ich habe eh keine Ahnung. Von daher, Teamspiel ist hier ein bisschen komisch. Ich weiß nicht warum, aber jetzt hätten wir locker gewinnen können. Also, wir gewinnen das jetzt hier, was auch sehr gut aussieht. Gut, der hat sich gerade eingestonken. Was da für Kreise? Bitte nicht kommentieren. Nein. Du Scheiße. Komische Kreise da auf dem Boden. Ich weiß, es ist durch den Nebel, aber trotzdem sieht lustig aus. Naja, sagen wir mal so, sind zwei Augen und eine Nase. Eine dicke Knöternase. Dass der das nicht packt, der Nassau. Was macht der da? Ja, natürlich. Weggesnackt. Na, Nassau, der andere Nassau, ja, der wird auch noch weggehen, ja. Aber das Zerstörer hier hinten in den Nebel, du interessiert dir nicht mehr. Voll fixiert auf ein Schiff. Auch nicht schlecht. Hätte ich auch machen sollten, ne? Taktisch. Naja. Chibana. Oh, Stufe 2, ne? Chibana. Schon 2 Kills. Ich hab 0. Ich hab nur Schaden. 0 Kills. Okay, nächste Runde werde ich dann mich nach hinten halten. Ja, okay, wird ein bisschen länger als 20 Minuten. Sorry. Chibana geht raus. Die anderen drei weiß ich nicht, wo die sind. Ach ja, war ja hier, ne? Die Eckchen. Vom Bäckchen. Ich schau mal ein bisschen um, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Nö. Ist ja nichts aufgedeckt. Von daher. Chibana, schau. Mit V. Mach's gut. Nice. Supi. 3 gegen 3. Nee, 3 gegen 2 sogar. Ein Zerstörer ist noch. Nee, 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 nee. Ah, ein Kreuzer, wir haben einen Zerstörer, ja, so war es rum, richtig, ja, genau. Da ist der Kreuzer, der wurde gerade aufgedeckt, genau, der ist es, der mich zerschmetterlos hat von hinten, glaube ich. Guerrero und der andere ist ein Schlachtschiff, aber er sucht hier schon, Vickers sucht schon. Nice, Vickers. Finden du? Gucken du? Nö, da findet nichts, da ist niemand. Er ist einfach nur verborgen. Ich weiß auch nicht, wo das Schlachtschiff ist, also keine Ahnung. Auf jeden Fall gewinnen wir das Ding. Sieht super aus. Noch. Dann kommt das Schlachtschiff um die Ecke und sagt so: Nö, 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 so nicht. Kann alles passieren. Nein, ich wollte auf Einstellung gehen, aber okay, gut. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Musik im Hintergrund auch hört. Vielleicht mal nächste Runde ein bisschen lauter machen, ne? Aber wir schauen erstmal, wenn die Runde beendet ist, wie viel Erfahrungspunkte ich gesammelt habe, dass ich noch weiter forschen kann, ne? Ist ja gar kein Problem. Ah, da hinten ist Nassau. Der ist zur Hälfte runter. Der über der Hälfte. Vickers macht das schon. Nassau gegen Guerrero. Sieht super aus. Und der Schuss ging daneben, aber er hat doch ein paar Treffer erzielt. Ja, Nassau gewinnt das Ding, denn Guerrero ist total nervös und nervös, schießt immer weiter drauf und schießt und gänzlich trifft er ihn auch. Und Guerrero macht einen Abschied namens Untergang. Gut gemacht, Nassau. Ciao, Guerrero. aber gutes. Ah, gut Credits. Ah, 3017. Ja, okay. Das hier zähle ich nicht mit, ne? Ich nehme nur das hier für mein Schiff Forschung. Ne? Ich möchte die freie XP für meine privaten Sachen lassen. Ich.
benutzen wir die da. Okay, wir können jetzt zwei Sachen auch noch frei. Wir gucken erstmal. Wir forschen mal erstmal hier Antrieb, ne? Ist klar. Und kaufen direkt ein. 20.000, gar kein Problem. Hier forschen wir das ja auch noch schnell durch und kaufen das für 40.000. Bam. So, jetzt kommen wir zu den alten Modulen. Falls ihr mal fragen solltet, wo sind denn die alten Modulen hin? Da gehen wir hier nämlich auf unseren Namen hier oben, da wo bei mir steht Premium-Konto. Bei mir, ne, dritte. Und bei euch steht ein anderer Name, ist klar. Gehen wir zu Inventar und klicken auf Module und verkaufen hier die alten Module. Die gehen nämlich noch ein bisschen extra Geld zurück von den Einkauf, was wir da, ne, gekauft haben. Ist nicht viel, aber besser als nichts. So, wie es aussieht, kann ich schon Zerstörer und den nächsten Kreuzer forschen. So, wir gehen aber rüber zu dem Forschen. Zu diesen Dreier Galadion Schiff. Entschuldigung. Da hat es gerade gezuppelt in mir. Gut. Wir müssen noch einmal mit ihm fahren, wegen den Zerstörer forschen. Ne? Einmal fahren wir noch. Und dann nächste Runde geht's dann weiter mit dem nächsten Kreuzer in der nächsten Folge. Dauert wohl doch länger, als ich dachte. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber ich springe dann wieder rein, wenn wir im Schlacht sind, ne? Und da haben wir direkt die nächste Schlacht gefunden. Stufe 3 sind dabei, Stufe 2 sind wir. Let's go. Und diesmal muss ich dran denken, nicht so weit an der Front zu gehen. Okay, nicht zu weit. Ich versuche mal so in dem Bereich zu bleiben. Weil wenn die Gegner kommen, dann lasse ich sie kommen. Ich verstecke mich hier hinter diesem Ding. Ich hoffe, das ist nicht zu dicht. Oder ich verstecke mich da. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache einfach. Ne? Also da. Hier. Da. Da. Ich versuche mich hinterhältig hinten zu bleiben. Und zu verstecken. Nicht zu doll an der Front zu gehen. Und mich konzentriert wartend auf die Gegner kommen lassen, ne? Die wollen ja erobern. Herzlichen Dank. Sorry. Da gehen die Suche jetzt auf einmal schneller, ne? In der nächsten Folge dann Stufe 3, wie gesagt, ne? Aber erstmal das hier. So Niedrigstufe finde ich richtig super. Macht mega Bock. So, ne, von Schiff zu Schiff hoch zu forschen, macht mega Bock. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Hä? Oh oh. Oh nein, es geht schon wieder los. Und das mitten in der Aufnahme, das ist absolut nicht gut, wenn ich hier so einen Hänger habe. Naja, Mainboard kommt ja nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass solche Sachen passieren bei mir. Ich kann es nicht ändern. Kann auch nichts machen. Ich kann höchstens PC neu starten, dass dann der Druckeln weggeht. Aber das hält nicht lange an. Okay, wie weit war nochmal? 11,6. Der ist nämlich ziemlich dicht. Komm ich da ran? Ne, komm ich nie ran. Ich kann ja mal probieren, den trotzdem zu kriegen. Ach du Heiliges. Nee, ich bleib mal hier. Ich bleib mal hier. Das ist keine gute Idee. Da ist noch Dresden. Nimmst den Finger in den Arsch und Dresden. Sorry, alte Witze. Ich bin halt alt. Nee, meine Schüsse kommen da nie rüber. Vielleicht jetzt? Ne, kommt immer noch nie rüber. Ah, jetzt kommen die Schüsse rüber. Ich wurde noch nicht entdeckt. Der da könnte mich entdecken, aber ne, ich bin noch nicht aufgedeckt. Unser Team hat die Führung übernommen. Ah, jetzt könnte ich vielleicht treffen. Vielleicht.
Ah, okay, der dreht ab. Ah, kommt er weiter zu mir? Das wäre super. Ah. Also, wie gesagt, ich bin nicht an der Front, ne? Ich versuche nur, irgendwas zu reißen. Ah, ich wurde entdeckt. Der interessiert sich ja nicht für mich. Mal gucken. Ja, bleib mal so. Oha. Nix da. Ich treffe ja doch. Warte mal, ich gehe mal hier rüber. Ich hoffe, der Romulus sieht mich nicht. Die Hoffnung ist groß, aber ob das so ist, weiß ich nicht. So. Ich probiere mal. Kolberg. Na los, komm, Kolberg. Na, Kolberg? Merkst du was? Interessiert dich nicht, oder was? Ich guck mal hier links. Okay. Oha! Er hat mich doch bemerkt. Unser Team hat die Führung übernommen. Okay, ich kann mich langsam mal nach vorne wagen, ne? Aber nicht zu doll nach vorne. So wie jetzt hier so, ne? Okay, der war zu kurz. Hat dieser Romulus, ne? Schießt er auf mich? Ja, der schießt auf mich. Nee, doch nicht. Doch. Er will mal. Okay, ich versuche mal den Shikuma zu treffen. Na los. Ja, anvisiert ist er. Ah. Okay. Ich helfe die zweimal. Das ist nämlich ein bisschen kacke, wenn drei auf zwei schießen. Für dich. Okay, es müsste es gleich raus. Wenn da jemand treffen tut. Würde. Tut. Was ist denn los mit meinem Deutsch, ey? Shikuma haut ab. Ja, okay, ist ein Bot, ne? Ist klar, dass sie. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich hab nicht mal viel Schaden gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. So gut wie nie. Aber gut, ne? Forschung ist Forschung. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Wir forschen mal das hier durch. Nicht kaufen, sondern erstmal forschen. Kaufen. Nee. Kaufen wir nicht. Wir kaufen den Stufe 3er schon mal. Zack. So. Das ist der Stufe 3er. Galedon. Sorry. Und den davor zeig euch mal, wie ich das mache. Den natürlich erstmal in Reserve schicken. Ja. So. Jetzt habe ich hier so viele Schiffe. Das ist unglaublich. Galedon ist leer. Genau. Und dann hole ich den Kapitän hier mit dran. Zu mir. Zahle 3500 Schiffs-XP. Ne, und dann hat man hier die alte Skillung. Somit haben wir nur einen Kapitän. Mit jedem Schiff gleichzieht. So, und das alte Schiffchen, ne, verkaufen wir. Mit allen Modulen. Genau, 53.000. So. Nein. Den hier.
Gut, das war es dann erstmal für diese Folge. Das war Nein, das war. Sorry. Das war nicht Galidon. Das war tatsächlich Waymode. War ein schönes Ründchen-Stündchen, ne? Nächste Runde geht es dann weiter mit Galidon. Zweimal forschen müssen wir mit Galidon. Da haben wir ein bisschen mehr zu tun. Mal schauen, wie lange das dauert. Und ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme von World of Warships mit Großbritannien. Die Überschrift heißt dann ja, World of Warships Großbritannien mit Weymouth. Kreuzer. Ne? Das war's für diese Folge dann. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst und genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wann, weiß ich nicht. Ich schätze mal übermorgen. Ansonsten, ciao mit V. Tschüss.